Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind immer noch im Acryl-April und malen heute einen Wolf. Das heißt, ihr grundiert euch einfach euer Blatt mit Blautönen. Mache ich das gerne, also wirklich eher so ins Eis gehende, die ganze Szenerie. Ich habe mir den Wolf ein bisschen vorgemalt, einfach damit das von den Proportionen passt. Das fällt mir einfach leichter, gerade beim Filmen, damit das auch gut in die Kamera dann passt. Müsst ihr nicht. Wie ich eh auch die Tage zuvor gesagt habe, es ist meistens leichter, man malt den Hintergrund. Dann kann man immer noch mit dem Bleistift sich das ein bisschen vormalen. Und das sieht man bei der Acrylfarbe an und für sich auch so ganz gut, wenn man nicht wie ich teilweise durch die Kamera schaut. Das ist dann ein bisschen schwieriger eben. Deswegen zeichne ich mir das manchmal gerne vor, bevor ich den Hintergrund quasi mal. Ja, ich mache jetzt alles, diese Striche quasi vom Hintergrund in eine Linie und zwar so diagonal, so schräg, mit einem relativ wilden, nicht verblendeten Verlauf, weil mir das einfach da gut zu dem Bild gefällt. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Unten habe ich ein sehr dunkles Blau genommen, oben ein helles mit Weiß gemischt. Und ja, ihr seht das, glaube ich, ganz gut. Dann habe ich einfach ein Schwarz genommen, mir Nase, die Innenseite von den Ohren und da ein bisschen so das untere Fell angepinselt. Genau, also es wird jetzt kein Hyperrealismus-Wolf, absolut nicht. Das wird einfach nur sehr wild. Mir ging es um die Farben. Ich wollte das alles in Blautönen einfach halten. Das hat mir sehr gut gefallen. Und genau, ich habe das dann ein bisschen verdünnt, mir das Ganze ein bisschen fast grundiert, gerade so die dunkleren Stellen vom Wolf. Ihr seht, sehr wild heute wieder. Ja, so im Hinterkopf hatte ich so diesen Game of Thrones Wolf auch ein bisschen. Der spuckt mir immer so, wenn ich Wölfe male, so im Hintergrund. Und ich habe da nicht so viel nachgedacht. Auch keine großartigen Vorlagen oder so mehr hingelegt, sondern ja, einfach mal so nach Gefühl. Ich habe hier jetzt so ein bisschen Grün in das Fell hier hineingearbeitet. Da könnt ihr verschiedene Farbtöne nehmen. Ihr könnt das Bild theoretisch auch komplett in Brauntönen machen. Ihr könnt das Bild komplett in Rosatönen machen. Das spielt eigentlich keine Rolle. Ihr könnt das Ganze auch rot machen und den Wolf rot. Ich habe jetzt hier Brauntöne auch noch als Grundlage genommen. Das ist einfach, wenn wir das helle Fell oben drüber machen, dann ersparen wir uns gleichzeitig auch die schattigen Stellen quasi. Das ist oft, wenn man ein Bild dunkel grundiert, erspart man sich einfach schon die Schatten zu malen, was ein echter Vorteil ist. Generell als Tipp, wenn ihr Bilder malt, könnt ihr euch das ein bisschen so zu Herzen nehmen. Ich habe jetzt hier Weiß, wo ich einfach gerade so die Außenseite der Ohren mir hier anzeichne. Und auch schon ein bisschen so die Fellpartie hier mit Strichen, sehr weichen, gebogenen Strichen. Das könnt ihr natürlich mit einem feineren Rundpinsel wesentlich genauer ausarbeiten, aber mir hat das eigentlich sehr, sehr gut genau so gefallen. Und genau, das einfach bis nach oben. Meistens ist gut, wenn ihr da unten beginnt, damit einfach dann die oberen Spitzen jeweils die unterliegenden überlagern. Und genau, wir verwenden eben Acrylfarbe wieder unverdünnt. Das heißt, wir können die wirklich auch so ein bisschen modellieren, wenn wir sie dick auftragen. Was mir sehr gut gefällt, das hat so von Haus aus etwas Plastisches, weil wir die Farbe ja sehr plastisch auch belassen. Und wir haben halt keine sehr ebene Malfläche. Und genau, habe mir dann noch im Hintergrund auch ein bisschen mehr Leben gemacht mit einfach so Schneeflocken und ein paar Linien. Das hat mir einfach ganz gut gefallen, die Idee. Und genau, ja. Soweit, so gut. Das Thema für heute ist ja im Grunde. Jetzt muss ich selber kurz nacheruieren. Ein bisschen Magie. Deswegen habe ich einfach den Wolf auch so ein bisschen, ja, eben nicht da so unbedingt realistisch oder so. Für mich hat der Wolf immer auch etwas Magisches, etwas Faszinierendes an sich.
Und genau, ja, man hätte auch irgendwas anderes machen können zu der Thematik. Für mich hat das in dem Fall einfach am besten dann auch gepasst und es ist ja künstlerische Freiheit. Ich habe jetzt hier einfach weiß genommen und mir hier die Zähne so angezeichnet. Hinten natürlich eher so kleinere, vorne natürlich auch die langen, zackigen und natürlich auch die untere Reihe dann nicht vergessen und die hintere. Ich glaube, man sieht das ganz gut, den Innerbereich, den inneren Bereich des Maules. Wahnsinn. Aber ja, ich bin authentisch, ich lasse jeden Versprecher drinnen. Der wird natürlich schwarz, der innere Bereich. Genau, ich habe jetzt hier den Verlauf zum Fell hin mir mit Weiß noch ein bisschen, ja, ein bisschen weicher gestaltet. Und das, was jetzt vor allem noch fehlt, ist die Augenpartie vom Wolf. Da habe ich mir einfach dann ein Schwarz genommen, um das Ganze einfach dann auch ein bisschen zu umranden. Das könnt ihr natürlich auch anders machen. Ihr könnt wirklich da eher bei den Fellfarben und so bleiben. Das muss nicht so markant sein. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt einfach ein bisschen mich mit den Farben spielen, mir das gefallen, da auch ein bisschen so mehr Kontraste reinbringen, mehr Zauber. Hab mir hier das Auge umrandet. Ein bisschen so auch bei der Augenbraue, diese dunkle Stelle, also sieht man ja oft auch bei Wölfen, gerade so oberhalb vom Auge, diesen Hocker. Genau, den habe ich mir jetzt da auch noch so ein bisschen gekennzeichnet. Und was dann natürlich auch noch fehlt, ist die Pupille bzw. der Augapfel. Ich habe mir das dann noch weiß ausgefüllt, um das zu verdeutlichen. Genau, ihr könnt, wie gesagt, damit es nicht zu geschminkt ausschaut, eine andere Farbe nehmen als schwarz oder da auch mit weiß ein bisschen dann drüber gehen. Weiß ist, wenn ihr das nur einmal, das einmalige Lager drüber nehmt, eh auch ein bisschen so transparent, dann sticht es nicht so arg heraus. Ja, dann habe ich einfach ein Schwarz genommen. Ihr könnt auch ein Dunkelbraun nehmen. Einfach mir das Auge hier dann ausgefüllt. Und da könnt ihr dann noch eine Spiegelung reinmachen mit Weiß. Je nachdem, wie klein auch euer Bild ist. Aber damit das dann eben auch besser ausschaut. Genau, mit Schwarz mir dann noch die Pupille gemacht. Ich glaube, man kann das eh gut erkennen, damit das einfach auch lebendig ist. Ich finde gerade so die Augen zaubern in ein Bild oder können in ein Bild eine enorme Lebendigkeit hineinzaubern. Genau, ja, das auf jeden Fall so zum Wolf. Dann ein bisschen noch so das Fell nachjustiert, damit es einfach auch ein bisschen haariger ausschaut mit den Linien. Und soweit war ich dann sehr zufrieden. Das ist auf jeden Fall der Wolf. Ich hoffe, das Bild gefällt euch. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt gesund und bis zu einer neuen Folge. Tschüss!